Wen habe ich jetzt eigentlich vorne? Der Dirkie bringt mir auf der Route auch nicht allzu viel. Auch wenn er mittlerweile seinen Gigasauger hat, aber gegen die ganzen Gift-Pokémon bringt es halt einfach nichts. Er hat einfach keine effektiven Attacken. Ich finde es faszinierend, dass Kenji schneller ist als ein Mankey. Das sind zwar zwei Level dazwischen, aber zwei Level ist eigentlich nichts. Ich meine, Sandama hat eine Init von 65. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich als viel bezeichnen würde. Ach ja, der Geowurf macht wieder 29 Schaden. Nichts Lebensbedrohliches, aber trotzdem nervig. Was hast du denn? Ein Macholo. Gut, der ist Level 29. Mit dem Schlitzer Crit könnten wir ihn one-hitten. Probieren wir einfach mal. Alles andere zuhittet ihn auch nur. Und schon wieder ein Geowurf. Muss ich das jetzt verstehen, dass der Schlitzer ihm über die Hälfte abgezogen hat und der Durchbruch, der eigentlich stärker ist, ihm dann nur fast die Hälfte abzieht? Na gut, das war der Zufallswert, aber oha. Was haut denn der mir da entgegen? Ist der denn wahnsinnig? Das besiegen kann ohne Verluste. Das könnte interessant werden. Okay, er ist dämlich. Okay, okay. Kein Problem. Sorti regelt das. Dafür kriegt er jetzt auch wieder ordentlich XP. Und jetzt will er sich wieder entwickeln, darf aber nicht. Er wäre doch so gerne ein X-Bird, aber er darf nicht. Er darf erst, wenn ich den Nationaldex habe. Schon wieder ein Smogmog. Na gut, ich könnte mal probieren, was ein Steinhagel Schaden macht, aber ich erwarte nicht viel. Ja. Ungefähr das habe ich erwartet. Probieren wir es mit Skadi. Hey, das Mock geht ja mal daneben. Ist ja nicht so, als ob das ungefähr... Und wie viel Trefferwahrscheinlichkeit hat Smog? Auf jeden Fall nicht, ist die nicht allzu hoch. Kenji erreicht Level 32. Und da kommt noch ein Smogon. Ja, das... verbrennen wir doch auch gleich. Und
noch ein Smogmog. Na gut, da bleiben wir gleich drin. Das Ding werde ich jetzt zwar jetzt ziemlich sicher nicht one-hitten können mit dem Flammenwurf, aber ein Two-Hit ist es auf jeden Fall. Und hey, der Smog geht schon wieder daneben. Wie haben wir denn das verdient? Geheimpower sollte ich erreichen. Oder ein Glatzkopf, whatever. Es ist ein Glatzkopf. Mit einem Mankey. Ist mir persönlich schon wesentlich sympathischer als diese ganzen blöden Smogmogs. Rasaf kommt rein. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Kann Kadi ein Rasaf one-hitten? Weil da besteht eine gute Chance, dass das Rasaf unsere Kadi one-hitten könnte. Na gut. Wenn sie kein Rasaf kaputt machen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann hat sie ihren Job als Flug-Pokémon verfehlt. Raserei, okay. Und natürlich geht die Attacke daneben. Energiefokus, lässt du das bitte bleiben? Es gibt schon einen Grund, warum ich Fliegen eigentlich nicht mag. Also jetzt mal ernsthaft. Zweimal hintereinander daneben hauen mit Fliegen. Die Attacke hat eine Trefferquote von, weißt du was, ist das 90 oder 95? Auf jeden Fall eigentlich viel zu hoch, um zweimal hintereinander damit daneben zu hauen. Ich habe heute irgendwie wieder so einen Hackstag. Ich habe das Gefühl, heute stirbt noch jemand. So. Slimog. Gegen Slimog habe ich nicht so viel wie gegen Smogmog, weil Slimog ist wenigstens noch so. Ja. Es hat keine Schwebe und bei dem ist die schwächere Def die physische. Aber macht trotzdem Volltreffer mit Schlammbart. Vergiftet mich zum Glück aber nicht. Vier Pokémon, okay, das ist gut. Je mehr Pokémon sie haben, desto schwächer sind sie. Umso eher habe ich die Möglichkeit, durch sein komplettes Team einfach durchzusweepen, ohne dass er mir irgendwie Schaden machen kann. Noch mehr Mankeys hat, dann schmeiße ich Kadi rein.
Machomai, okay. Das ist jetzt mal wieder so. Erst ein Haufen schwache Mankeys reinschmeißen und dann auf einmal ein Machomai mir vor die Füße knallen. Zum Glück kann Sorti das Ding one-hitten. Hast du toll gemacht, Sorti. Und ein Macholo. Ja, das ist für die KD. Damit die auch wieder ein bisschen was abkriegt. Das sollte sie mit dem Flügelschlag machen können. Schmeiß jetzt mal Conchan nach vorne, der ist noch fit. So. Dann haben wir die Seite vom Fahrradweg geklärt. Da hat schon wieder ein Smogmog. Gegen die Viecher kriege ich langsam Aggression. Aber wenigstens macht Conchan mal einen Volltreffer. Hast du toll gemacht, Conchan. Slimog, okay. Slimog. Ja, ich will lieber physisch draufhauen. Und solange Conchan jetzt noch keine anständige physische Attacke kann. Ich meine, was kann Conchan bisher an physischen Attacken? Ich meine, habe ich ihm Geheimpower beigebracht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Komprimator. Ich den jetzt schon wieder hasse, dafür, dass er das gemacht hat. Wenn er jetzt wieder einen Komprimator macht, dann... Okay, Kreischrei-Komprimator. Ernsthaft, ich habe eine Dreiviertel-Chance, dass ich treffe und hau wieder zweimal hintereinander daneben. Das ist doch... Wo schreibt man das hin? Also was ist denn heute für ein Tag? Ist heute der alle Attacken gehen daneben Tag? Okay, ich schmeiß Sorti rein, der hat eine Resistenz gegen seinen Schlammbart. Ich bin langsam echt am überlegen, Sorti einfach Aeroasp statt einen Flügelschlag beizubringen. Einfach wegen diesen verdammten Fluchtwert- und Genauigkeitsattacken-Spammern. Okay, gut erwischt. Aussetzt ist seine letzte Attacke. Yay, daneben gehauen. So, das könnte jetzt noch ungefähr stundenlang so weitergehen. Nicht mehr blockiert. Und wieder daneben. Wie viel Komprimator hat er jetzt schon drin? Okay, alle zwei Kreideschreie sollte ich aber dann vielleicht doch mal rausgehen. Schon wieder daneben. Kannst du einfach mal deine Klappe halten, du Idiot? Hey, nach ungefähr 6 Runden habe ich das erste Mal getroffen. Oh hey, er kann ja auch daneben hauen. Wow, zweimal hintereinander getroffen. Und er ist nicht mehr verwirrt. Okay. Bei minus 6 Death will ich mit Sorti jetzt auch nicht mehr drin bleiben. Da will ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Kadi kriegt einen Schlammbad getankt, wenn es notwendig ist. Und schon wieder ein Komprimator. Ja, ich glaube, ich bringe Sorti jetzt einen Aeroas bei. Hey, wir treffen. Schon. Der muss treffen. Ja! Kaum ist der Fluchtwert mal auf plus 4 oder plus 5, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war, schon trifft man wieder. Weil dann ist die Trefferquote schon geringer als die Quote, als die Chance, dass man trifft. Das scheint ja immer super zu funktionieren.
Also auf Wahrscheinlichkeiten darf ich mich heute nicht verlassen. Die sind nämlich heute irgendwie umgedreht. Smogmog. Level 25, das geht noch. Ui, schon wieder ein Volltreffer. Komm schon, langsam weißt du, wann du Volltreffer machen musst. Das gefällt mir. So, das nächste Smogon. Jetzt ist Gaddy mal wieder dran. Braucht schließlich auch noch Level 33. An zwei Feuer-Pokémon im Team könnte man sich eigentlich direkt gewöhnen. Noch ein Smogmog. Hurra, Rauchwolke, sie ist wieder da. Ich hab sie ja so vermisst. Hey, wir hatten 75% Trefferquote und haben getroffen. Ich lasse Konchan einfach vorne, das hat sich hier recht gut bewährt. So, jetzt muss ich noch diese Seite vom Fahrradweg fertig machen. Dann sind wir hier auch fertig. Glatzkopf Hayo. In Menki. Rasaf. Ein Karateschlag sollten wir überleben. Geowurf überleben wir sowieso. Maschok. Dann mal wieder was für die KI. Gut, dass Geowurf die einzige Attacke ist, die anscheinend immer wieder spammen. Karateschlag, bitte kein Crit, danke. Das wäre sogar fast Level 32 für die KI gewesen.